Moin Moin und willkommen zurück zu Dishonored. Einfach nur Dishonored. Ich will da hoch. Okay, eine Leiche. Passiert mal. Ist man in dieser Stadt wahrscheinlich gewohnt, dass überall Leichen rumliegen. Wir sind in der zweiten Mission des letzten DLCs, The Brickmore Witches. Hier muss das Knochen abtragen. Ich sehe es noch nicht. Stürze fügen die... Nee, das ist es nicht. Hebelkraft? Ah. Reichweite und Geschwindigkeit der Kraft anziehen ist erhöht. Anziehen kostet mehr Mana. Ja, kannst du knicken. Kannst du sowas von knicken. Die soll so wenig Mana wie möglich kosten. Komme ich da vorne auf das Dach? Hm, ansonsten auf den Balken. Okay. Wie komme ich da hoch? Hm. Ach, da hinten sind Gegner. Ich komme bestimmt irgendwie... Ah, da. Das könnte funktionieren. Kann ich ja mal versuchen, aber erstmal muss ich da hinkommen. Ist auch noch einer. Ist aber kein Thema, komme ich vorbei. Da hinten ist auch noch einer. Okay. Au. Springen funktioniert heute wieder super. Ich denke, ich versuch's mal. Einfach darüber. Mal sehen, ob ich den Tresor knacken kann, weil ich dafür erstmal die Kombination brauche. Das hat fast wieder nicht funktioniert. Tresorschlüssel. Nehmen wir mit. Den Rest hier nehmen wir natürlich auch mit, wenn es schon so viel Beute gibt, wie ich die auch alle haben. Das ist eine Pistole, schade. Was ist das? Das ist eine Granate. Ist auch eine. So, komme ich von hier irgendwie da aufs Dach? Ich vermute nicht, und selbst wenn... Das Betäubungsbolzen? Alter, gratis Betäubungsbolzen. Wer lässt den Sonnenquatsch da rumliegen? Jetzt muss ich aufs Dach. Speichern, Nachtsicht, Teleport nach oben. Uns geht das Geschäft flöten. Klar, wir müssen tun, was nötig ist. Wer ist das denn? Jemand mit ein paar Münzen? Ah, komm mal jemand hierher. Ich stand gerade, glaube ich, ein bisschen sehr blöd. Uns geht das Geschäft flöten. Klar, wir müssen tun, was nötig ist. Gut. Kugeln, was ist denn das da? Beschwerden einer Wache der toten Aale. Dieser Posten ist schrecklich. Ich habe mir beim Hochklettern fast das Genick gebrochen und den ganzen Tag über haben mich die Hutmacher als Zielscheibe benutzt, wie auf dem Jahrmarkt. Und am Morgen habe ich eine Frau auf dem Glasdach auf der anderen Seite des Kanals beobachtet. Das macht mir Sorgen. Ich glaube, sie hat mich direkt angeblickt. Wie ist sie dort hochgekommen? Stellen die Hutmacher seit neuestem auf Frauen ein? Wie auch immer, sie hat dort oben etwas zurückgelassen. Von hier aus kann ich es nicht erkennen. Aber wenn es dunkel wird, kletter ich dort mal hoch und sehe nach. Muss mich aber vor den Blitzpfeilern in Acht nehmen, den sie dort aufgestellt haben. Wenn sie über so eine Ausrüstung verfügen, sind wir hoffnungslos unterlegen. Ich wünschte, Lizzie wäre wieder da. Sie würde uns diesen aus diesem Schlamassel ziehen. Die Knochenrune dort drüben haben wir ja schon. Ich sehe gerade, das war nicht so nützlich, wie ich gehofft hatte. Ich komme von hier auf den Balkon, aber ich glaube, der war auf der anderen Seite. Oh, Buch. Geschichte von Draper's Ward. Das sind alles so Sachen, die ich mir mal durchlese, wenn ich Zeit dazu habe.
Wenn ich das jetzt alles lese, dann werden diese Parts sehr kurz sein. Beziehungsweise es wird einfach gar nichts passieren. Komm ich da irgendwie? Ah, da kommen wir noch. Okay. Guten Tag. Tschüssikowski. Das alles mit. Mit, oh, da liegt was. Von Lady Boyle. Törster Freund, für mein Kostüm benötige ich 3 geschneiderte Kleider, die genau gleich aussehen, aber unterschiedliche Farben haben. Wir werden mit unseren Gästen ein Spiel veranstalten, verstehen Sie? Es betrübt mich sehr zu erfahren, dass die Gesundheit Ihrer Hände nachgelassen hat. Sie sind für das Schneiden dieser Kostüme meine erste Wahl. Bei der Feier werde ich Ihre gesundheitlichen Probleme meinem Arzt schildern. Vielleicht kann er etwas für Sie tun. Gut, Waverly Boy, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Boy unser Ziel war. Wo ist denn die Rune? Ach, da. Das sieht faszinierend aus. So. Fehlt nur noch die Beweglichkeit. Damit hätten wir hier auch alles erledigt, außer ein bisschen Beute. Und vor allem ja auch den Tresor. Aber ich denke, das ist mir jetzt erstmal scheißegal, auch wenn ich das Geld gut gebrauchen könnte. Ich meine, da war... immer ein Elixier. Da war ein Goldbarren drin. Diese Goldbarren... Wie viel sind die mal wert? 100? 150? Ich könnte es ja mal versuchen, da hinzukommen. Also... Ich habe keine Kombination. Ich hoffe jetzt einfach vielleicht mal, dass der zufällig auch diesen Schlüssel benutzt, den wir gefunden haben. Oh, das war knapp. Aber stimmt, dann sind ja noch die beiden Gegner, die ich ausschalten muss. Wobei das funktioniert. Wie das richtig abpasse vom Timing her, geht das locker. Der erste kriegt einen Bolzen ab, ich teleportiere mich hinter den zweiten und schalte ihn aus. Hat funktioniert. Schlüssel benötigt. Scheiße, woher soll ich den Schlüssel kriegen? Super. Und wo soll ich jetzt diesen Schlüssel hernehmen? In welchem Haus ist der denn? Ich weiß nicht, in wie viele Häuser ich hier reinkomme. In die beiden auf jeden Fall. Das scheint aber nicht gewesen zu sein. Ich war ja jetzt in beiden drin. Kann man da hinten noch in ein Haus rein? Ich weiß es nicht. Mist. Au. Gut, hier liegt zumindest noch ein bisschen Beute. Ich glaube, ich lasse den Tresor einfach mal Tresor sein. Es war zwar quasi ein bisschen verschwendet, jetzt nochmal zurückgelaufen bin, aber hey. Ich wollte es halt mal ausprobieren. Ich glaube, da drin liegt was, oder? Ach, das ist die Pistole, ich erinnere mich. Da ist noch ein Gegner. Wenn du was siehst, gib Bescheid. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden. Eher zufällig jetzt. Falls der jetzt passt, wäre es echt großartig. Dann war es doch keine Verschwendung. Und ich kriege noch mal ein bisschen Geld, was ich in der nächsten Mission direkt auf den Kopf hauen kann. Gefallen und Ausrüstung. Au. Ja, der ist es wohl nicht wahr. Da liegt der scheiß Schlüssel einfach in einem Gebüsch.
Ja, schön, nur 100 Münzen, aber... Hey, 100 Münzen haben und nicht haben. Auf zum Flussufer. Dann sind wir in diesem Gebiet nämlich fertig. Liegt bestimmt noch irgendwo ein bisschen Beute rum, aber scheiß drauf. Brauche ich nicht. Wohl. Wen haben wir denn hier? Wieso hat die mich gerade nicht gesehen? Da war ich jetzt halt kurz ein bisschen verwirrt. Moment, wieso sieht die mich nicht? Okay. Schluss mit den Spielereien und weg hier. Zum Flussufer. Ehering? Moment. Das ist ein Missionsgegenstand? Irgendjemand wird ihn haben wollen. Okay, wir werden sehen, wer. Suche nach der Kiste. Ah. Da hinten ist er auch schon. Der Hans Wakefield ist ein harter Kerl. Aber nicht so lustig wie Lizzie. Sie hat das Meer genossen. Ja. Und sie hat niemanden in Säcken ertränkt. Ich sehe die noch nach Luft japsen. Ja, wie will er das übertreffen? Was denn, was haben wir da bekommen? Der Verräter hat Bandenmitglieder ertränkt. Okay. Diese Strategie für zwei Gegner funktioniert eigentlich immer ganz gut, merke ich gerade so. Kostet nur halt leider immer einen Bolzen, ne? Komm, geh auf, du Scheiße. Dann nehmen wir das mit. Edgar Wakefield ist an Bord der Undine. Sämtliche Aale wurden alarmiert, seit er gehört hat, dass Lizzie aus Coldridge entkommen ist. Er erwartet sie. Du wirst ihn zweifellos überraschen. Werde ich vollkommen richtig. Was haben wir da? Mr. Hat. Als Hutmacher-Spions. Was haben wir getan? Ich will diese Tasse vertrieben. Bla bla. Ja, ja. Haben wir ja schon mitbekommen. Was? Schon wieder ein bisschen zu was? Geheimnisvolle Gestalt gesehen, die scheinbar die anderen und ihre Mannschaft ausspioniert hat. So, ja. Das ist das Boot. Wakefield hält sich wahrscheinlich unter Deck auf. Was ich mit ihm mache, wird barmherziger. Das, was Lizzie im Sinn hat. Richtig, weil ich ihn nicht umbringen will. Artefakt wieder. Hexenhaut. Wenn du Schaden erleidest, sinkt erst dein Mana und dann deine Gesundheit. Dafür regeneriert sich Mana nicht. Warum sollte ich mein Mana sinken wollen? Das ist schlimmer. Nein, verbrennen. Nein, ertrinken. Schon mal Menschen brennen sehen. Wakefield hat sich im Laderaum der Undine verbarrikadiert. Schmugglerboote wie dieses besitzen oft eine spezielle Luke, um Schmugglerware zu verstecken. Die Undine vielleicht auch. Würde mich enttäuschen, wenn nicht. Ich schleiche mich erstmal außen rum und sammle alles ein, was ich finde. Kennst du das Gefühl? Zwei Knochenartefakte, zwei Runen, wie es scheint. Und die Kiste, selbstverständlich. Komm ich da ran? Was ist denn das? Projektilwerfer. Na, gut, dass der ausgeschaltet ist. So, ich könnte von hier aus auf jeden Fall Richtung Kiste kommen. Ich könnte an die Rune da rankommen. Da
Das ist Knochenartefakt. Da irgendwo ist noch eins. Das kann ich nehmen, wenn ich zur Kiste komme. Irgendwas Gutes gibt. Komme ich weit genug darüber? Mit dem Sprung auf jeden Fall. Halt's Maul! Huch. What? Alter. Auf die Entfernung wusste ich gar nicht, dass Gegner mich sehen können. Was? Das war nicht sehr schlau, oder? Na, eigentlich nicht. Ich kann mich auch schnell darüber teleportieren, die beiden Typen ausschalten. Und mich Zeug kümmern, was mich interessiert. Habe ich dich. Wo ist die Bude? Da drin? Verdammt. Nee, drunter noch besser. Okay, unter Wasser sehe ich mit Nachtsicht schon mal gar nichts. Gut zu wissen. Knochenartefakt ist in der Kiste oder wie ist das? Wie krieg ich die Kiste nach oben? Gar nicht, ich nehme einfach alles mit. Was für ein Knochenartefakt war es denn? Du regenerierst Mana schneller, her damit. Gott, habe ich das nötig. Das ist schon mal gut. Diese Rune will ich noch haben. Wenn ich nicht recht weiß, wie ich da rankomme. Ich nehme das Dach. Dort. Das ist jetzt das zweite Mal. Ich sehe etwas oder jemanden in meinem Augenwinkel. Aber wenn ich mich umdrehe, ist es weg. Wir werden beobachtet. Ich bin nicht überrascht, wenn es die Hexe selbst ist. Delilah. Wie komme ich hier unten rein? Wo ist da mal... Oh, da ist noch Beute. Ups. Gibt's hier irgendwie einen Unterwasserpfad oder sowas? Ich sehe... Nix. Ah. Das ist da rausdaut. Kommst du? Ah, danke schön. Ein Schrein des Outsiders. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Du überraschst mich immer wieder, Daud. Es ist nicht lange her, da hast du für Geld eine Kaiserin getötet und ihr Kind entführt. Für so jemanden hast du im Gefängnis von Coldridge viel Herz bewiesen. Glaubst du, dass sich dadurch an deiner Geschichte irgendwas ändert? Vielleicht. Vielleicht nicht. Das Lied ist bald zu Ende. Und wenn die Musik stoppt, fallen wir alle. Die Outsider ist immer wieder interessant. Okay. Da unten ist noch irgendwo Beute. Blöd, nur dass ich nichts sehen kann unter Wasser, ne? Was ist das? Ich will hier raus. So, vielleicht versuche ich erstmal die Rune zu kriegen. Schleichen wir uns mal ganz schnell da rein.
ganzen Weiler hier drin. Gut. Das ist kein Problem. Den kann ich, den ist allein, den kann ich ausschalten. Könntest du dich bewegen, damit ich sicher bin, dass du dich nicht umdrehst. Nein. Ja. Das ist ein Gesundheitselixier. Ja. Und das war's jetzt auch schon. Sehr schön. Ja, ja, ich habe eine Rune bekommen. Ich habe es kapiert. Bleibt noch da unten ein Knochenartefakt. Das scheint im Schiff zu sein oder unten drunter. Uah. Ansonsten haben wir alles, wie es scheint. Gut. Dann werden wir uns um den Rest beim nächsten Mal kümmern. Bis dahin. Ciao.